Hallo Freunde, heute zeige ich euch mal schnell meinen Garten, also meinen wilden Naturgarten da hinten, da wo die Primelchen stehen, oder nee, Schneeglöckchen heißen die Dinger, ja, ich habe ja keine Ahnung. So, weil das gestern so interessant war für euch, mache ich euch schnell ein Filmchen hier mal eben. Das ist der 15. ist heute Freitag, Februar. Orchard Wood, meine Komposition von 1967. So, nun mal eben schnell hier raus. Tür ist schon offen, damit das hier kein langer Film wird. Das kennt ihr ja schon, da die Fotos immer von meiner Kirche da hinten, ne? Kirche, Pastor Brack, der kleine See. So, Brack heißt immer übergeblieben. Das ist ein übergebliebenes Gewässer von einer Überschwemmung. Das war bestimmt aber 1500 und Kuh. So, jetzt geht das hier runter. Stegel heißt das, Freunde. Stegel. Ein Stegel ist eine kleine Verbindung, Weg, Verbindungsweg zwischen Deich und Hinterland oder Garten oder wie auch immer. So, Freunde, und jetzt kommen wir in den Naturgarten. Und wie ihr seht, keine Sonne. Große Mauer hier vom Nachbarn. Hecken, Schatten. Alles. Guck mal, und da stehen nun die Dinger hier alle rum, ne? Schneeglöckchen, weiße Röckchen. Ich guck dir unters Röckchen, back mir ein Törtchen und sei immer nett. So, da sind die Dinger, ne? Brandzumal. Alles voll hier im schattigen Platz. Von selbst gewachsen. Nicht angepflanzt. Naturgarten. Hier kommen noch die Bienen, Leute. Ja, hier ist Bienenwelt. So, da geht es auch noch ein bisschen weiter da, aber da ist ja nur erst, das ist ja nur erst im Sommer. Hier mein Nachbar. Hallo. Müssen wir fotografieren? Ne, Facebook, alles kommt alles auf Facebook. Ich hab da so Blumenfreunde. Ich will nicht in die Öffentlichkeit. Ah, dann wirst du verpixelt. Ich habe da so Blumenfreunde. Und da hatte ich gestern aus Gag oben aus meinem Fenster die Ecke da fotografiert. Und da stehen Haufen Schneeglöckchen, ne? Und da kamen sich alle, das ist, von wann ist denn das Foto? Das gibt's doch gar nicht. Schon so viel Schneeglöckchen. Hier sind schon welche. Ja, hier sind auch, aber da in der Ecke, ja. Wo keiner pflanzt, ja. Da ist das ein, wie soll man sagen, ein Meer. Ja. Und mein. Vorne doch auch. Wo vorne? Ja, bei Masochika im Garten. Aha, meine Vermieterin. Nett, aber streng. So. Streng kann ich ja nur nicht sagen. Ihr kennt mich ja. Also immer was los, Leute. Ich muss meinen Film beenden, sonst wird das zu lange. Wenn das über 30 Sekunden ist, dann guckt sich das kein Schwein mehr an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, wie gesagt, das sind die Dinger. Und alles voller Primeln, alles voll, wie eben die Nachbarin, meine Vermieterin auch schon sagte. Leute, ich bin das. Meine Vermieterin auch schon sagte, irgendwo anders, ich weiß nicht gar nicht, jetzt, wen sie meinte, doch, irgendwo anders wachsen auch tolle Blumen. Naja, das, ach nee, hier hat sie recht. Hier vorne, vor dem See. Vor meinem Pastor Brack. Habe ich noch gar nicht gesehen. Pastor Brack. Guckt euch das an. Alles voller Schneeglöckchen. Alles voll. Mensch. Da kann man ja einen Quadratkilometer verkaufen. Also, hier ist, wächst das und gedeiht das. Da scheint die Sonne. Was ist denn das? Das ist auch schon 14 Uhr oder sowas. Das ist jetzt meine Frühstückszeit. Dies alles hier mache ich vorm Frühstück. Ihr kennt mich ja. Künstler und Nachtmensch. So Leute, das war's über die Schneeglöckchenwelt. Sonne.
in Ochsenwerder, Hamburg, Fjord Marschlanden. Tschüss.